Wuff. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Benny. Schön, dass du da bist. Heute habe ich ein kleines anderes Video für dich. Und zwar war ich beim Holländer am Olympiastadion. Ich habe dich halt so ein bisschen mitgenommen, habe so ein bisschen die Kamera drauf gehalten. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Das heißt, was erwartet dich in dem Video? Das heißt, ich habe wunderschöne. Ich liebe ja so kleine Teil-Constellation für 20 Euro gefunden. Ich habe eine Friedeck-Variegata, gleiche Höhe für 25 Euro gefunden. Eine Teil-Constellation für 1000 Euro. Und einen massiven, variegierten Philodendron. Ne? Das wollte ich jetzt an der Stelle mal gesagt haben. Fangen wir doch auch direkt mit dem ersten Clip halt an. Das heißt, der Eingang vom Holländer, also es ist ein riesiges Zentrum, also ein riesiges Gebäude. Natürlich da, wo jetzt Holländer draufsteht, da ist nicht der Eingang, sondern so ganz versteckt rechts, genau da sieht man es jetzt gerade. Perfekt davor natürlich. Der kleine Stand mit entweder irgendwelchen Beeren oder Spargel oder was es halt da auch gerade gibt. Es gibt dann halt natürlich noch weiter hinten noch einen Bereich für draußen stehende Pflanzen. Die habe ich jetzt aber erstmal ignoriert, weil für den Channel ist es nicht so wirklich interessant. Da gibt es dann halt irgendwelche Bäume oder irgendwelche Sträucher oder so, aber das interessiert, glaube ich, hier an der Stelle nicht. Genau, also eigentlich super Parkmöglichkeiten, denn direkt hinter mir ist ein riesiges Feld mit Parkmöglichkeiten. Das heißt, wenn ihr mit dem Auto kommt, ist das halt perfekt. Kostenlos parken weiter hinten, also da weiter rechts gab es halt auch eine Bahnstation, ne, falls ihr mit den Öffentlichen kommt. Also eigentlich ziemlich perfekt. Ich habe da, glaube ich, noch nie nicht parken können. Okay, fangen wir doch halt auch direkt, gehen wir halt auch direkt zum nächsten Clip. Das heißt, der Eingangsbereich, ich finde ihn ein bisschen trocken. Ich finde ihn auch extrem kitschig. Das ist auch aber nur so mein persönliches Verständnis oder ist nur so mein, ich mag das nicht. Ne? Das heißt, irgendwelche Kerzen oder irgendwelche schicken Töpfe oder da im Hintergrund hat man dann halt noch irgendwie diesen Weihnachts kalt und ist nicht meins. Okay, cool. Ich wollte es euch mal gezeigt haben, was euch erwartet, wenn ihr da reinkommt. Nicht, dass ihr sagt, ihr seid keine Pflanzen. Doch, weiter hinten. Das heißt, wenn ihr halt aus diesem Dekoraum halt rauskommt, dann kommt ihr in diesen Hauptraum mit den Pflanzen. Auf der linken Seite stehen natürlich die ganzen etwas größeren Pflanzen. Genau, jetzt hier direkt im Zentrum sieht man jetzt halt erstmal so eine ganze Reihe von Orchideen in allen möglichen Schattierungen und in allen möglichen Farben. Direkt daneben, ich würde sie jetzt halt erstmal so als Bauhauspflanzen bezeichnen. Na, das heißt jetzt erstmal nicht so wirklich was Besonderes. Es gibt sie, ja, es hängt auch noch sehr viel von der Decke. Diese drei Teil-Constellation, diese drei riesigen, die werden wir uns direkt im Anschluss nochmal genauer angucken. Genau da links sieht man auch noch ein paar Syngonien, also nichts Besonderes, würde ich jetzt mal sagen. Genau, Alokasien dürfen natürlich halt auch nicht fehlen. Meine lieblingsgehassten Pflanzen oder die mögen mich nicht, ich mag sie nicht, alles ist in Ordnung. Dann kommt noch mal so ein kleiner Gang mit natürlich Ficus aller Art weiter hinten, dann ein paar Kakteen, die kommen wir dazu, denen kommen wir dann ganz zum Schluss. Ich persönlich finde ich, haben sie das sehr schön gemacht, dass halt auch immer noch ein bisschen was von der Decke hängt. Das heißt, alle möglichen Epipremnum-Arten. Hinter mir gab es halt auch noch mal so eine riesige Pflanzenwand, wo halt auch noch sehr viel hängende Pflanzen angepinnt waren. Auf der rechten Seite gab es dann halt noch alle möglichen Arten von kleineren Töpfen. Gut, darf halt auch nicht fehlen, aber meins ist es nicht, denn ich habe genug. Genau, also jetzt halt erstmal auf den ersten Blick, jetzt erstmal nicht so wirklich umwerfend oder nicht so wirklich wow, aber kommt zum Schluss noch. Das heißt, wir haben es natürlich jetzt direkt schon gesehen, diese riesigen, ich bin mir nicht sicher, ob es Thais waren, Monstera Thai Constellation oder Deliciosa variegata, das stand da nicht drauf.
Wahnsinnig schön. Ich finde, der Laden hat generell eine sehr große Auswahl. Ich finde ihn aber persönlich ein bisschen teuer. Ne, wir sehen es halt später nochmal. Das heißt, wenn der Laden irgendwie so ein Drittel oder ein Viertel mit den Preisen runtergehen würde, dann ist man so auf dem Niveau, was man auch gerade so online findet. Zumindest meine persönliche Meinung. Aber anyway, gucken wir uns diesen riesigen Monstera an. Das ist halt wirklich schon echt unglaublich. Und davon hatten sie, glaube ich, zwei oder drei Stück für 400 €. Genau, da sieht man es gerade. Da sind auch mehrere Pflanzen drin. Sehr gut verzweigt. Nicht so wirklich irgendwie angebunden, sondern irgendwie zusammen mit einem kleinen Bambusstab da drin. Klar, für die Größe ist das ein okay oder ist das ein guter Preis, finde ich. Also gerade für die linke da, die ich da jetzt gerade abgefilmt habe. Davon gab es ja noch eine mittlere und noch eine kleinere Variante. Ganz hinten finde ich persönlich ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Also gerade so das, was man jetzt so online findet, wo ja die Thais und die Deliciosa ja sowieso so sehr stark im Preis gesunken sind. Zumindest so das, was es vor 1 bis 2 Jahren halt mal waren. So teuer, wie sie mal waren, fand ich persönlich eine richtig schöne große Pflanze. Ich habe leider schon 3 Stück, von daher, nee, das ist mir persönlich halt auch schon ein bisschen zu groß. Ein bisschen. Genau, aber fand ich sehr schön, halt auch mal in dem Laden sehr große Pflanzen zu finden. Normalerweise scheuen sie sich halt so ein bisschen davor, so diese richtig, wirklich großen Pflanzen zu verkaufen, wie man sie jetzt eben gerade gesehen hat. Aber fand ich schon wirklich echt beeindruckend, was man da halt wirklich gesehen hat. Von der Panaschierung oder von der Variegation fand ich diese Exemplare, fand ich sie okay. Ich mag persönlich auch alles, was so über 30% Weißanteil hinausgeht, ist so für mich ein No-Go mehr. Klar, ich bin so ein bisschen am Herumexperimentieren, was so den Erhalt von Weißanteil angeht. Da kommt vielleicht auch nochmal, oder da sage ich euch nochmal was bei mir zumindest dabei rausgekommen ist. Genau. Aber weiter hinten gab es halt noch also je weiter man nach hinten kommt, desto seltener werden die Pflanzen. Zuallererst ist es halt erstmal so, okay, aber dann gab es halt hinten noch ein kleines Gewächshaus, da kommen wir gleich zu. Genau, also hier kommst du halt erstmal rein, dann hast du hinten noch ein kleines Gewächshaus und direkt daneben ist noch so ein kleiner Tisch, den gucken wir uns jetzt mal genauer an. Und zwar sehen wir natürlich direkt eine wunderhübsche Veggie-Eye. Natürlich auch noch eine Monstera Aurea jetzt hebe ich es gleich hoch, für 400, für 200, nee, 300 €. Ne, kann man mal machen. Also ich bin halt auch generell noch auf der Suche nach einer anderen Monstera variegierten Art. Bin ich ganz ehrlich. Auch noch genau eine wunderhübsche Regale ich nehme es euch jetzt nicht vor, falls ihr es nicht genauer lesen könnt. Da steht eine 199 drauf, das heißt 200 €. Später gab es halt auch noch mal die gleiche Pflanze oder in der gleichen Größe. Immer wieder faszinierend, diese Wunder oder diese Größe von Anthurie zu sehen in diesem Laden. Genau, ich glaube, da sehe ich auch noch sehr hübsche Thais oder eine Delta Force, das müsste das da vorne gewesen sein. Genau, weil später zeige ich dir auch, was es ist. Ne? Ich glaube, ich gehe jetzt da halt einmal ganz kurz rum und zeige euch dann, was es letzten Endes ist. Genau, und jetzt kommen wir gleich dazu. Genau, da sieht man sie schon am Rand stehen. Ich liebe kleine Thai Constellations. Ich finde, wenn sie so klein sind, sehen sie so übertrieben süß aus. Gerade mit den Blättern, mit der Variegation und für genau, na, komm Benni, du schaffst es. Für genau 19,99 €. Finde ich einen super Preis, gerade für die Größe oder wie ich sie da in der Hand hatte. Und natürlich, was ich jetzt persönlich auch noch mein kleines Highlight fand, war die Friedeck Variegata für 25 € oder für 30 €, Entschuldigung. Fand ich persönlich sehr schön, denn ich hatte irgendwie immer im Hinterkopf, dass die Pflanze irgendwie 100, 200, 300 € kostet, also so Anfangs
dreistelliger Problembereich. wirklich so kleine Pflanzenserien, genau, noch eine Pflanze, eine wunderschöne panaschierte Pflanze für 50 Euro war es, glaube ich, habe ich, glaube ich, gerade gesehen. Sehr hübsch. Genau, aber da jetzt wirklich so eine kleine Pflanze zu sehen, genau, jetzt kommt natürlich diese wunderhübsche Pflanze für 50 Euro. Fand ich wunderhübsch, also gerade für die Größe, für die Anzahl oder für diese Panaschierung, die man da kriegt. Genau, und 400 Euro für eine Anthurium Papilionum X King of Spades. Schon, ich habe das Video gerade hier unten, deswegen gucke ich immer runter. 400 Euro. Ich weiß nicht, also gerade wenn es halt so ein bisschen größer und ein bisschen teurer wird, finde ich es halt so ein bisschen. Also gut, wenn es jetzt halt wirklich so sehr spezielle Kreuzungen von Anthurien sind, bin ich da so ein bisschen raus. Also gerade was jetzt so Preise, also gut, je nachdem, wo er wohnt, unterscheidet sich das halt sowieso komplett, ne? Das ist so Berlin, Standort Berlin am Brandenburger Tor, das bin ich. Wenn ihr da irgendwie ein, zwei Städte weiter wohnt, dann kann das irgendwie plus, minus hoch, runter gehen, das ist völlig normal. Aber je spezieller die Anthurien werden, desto mehr bin ich raus, weil ich persönlich sehe es dann nicht mehr, warum die Pflanze jetzt da irgendwie zwei Nullen mehr kostet, obwohl es irgendwie fast so genauso aussieht wie die Crystallinum. Gut, sie hat vielleicht rote Venen, ne? Aber da bin ich dann irgendwie zu pragmatisch für, was das irgendwie angeht. Genau, kleine Thai Constellation und Fridex fand ich wirklich sehr hübsch, sie zu sehen. Ich hätte mir, wenn ich nicht so ein notorischer Alokasien-Töter wäre, ja, dann hätte ich mir die halt wirklich für 25 Euro wirklich mal gekauft und hätte es mal versucht. Aber ich weiß zu 80%, dass mir diese Pflanze eingeht. Deswegen mache ich, nee, die 25 Euro, da fahre ich dann lieber mit euch noch irgendwo anders hin und investiere das irgendwie lieber in Sprit oder irgendwie sowas. Und dann gucken wir uns noch mal einen kleinen anderen Laden an. So, das ist dann so, nee, ne, da schauen wir uns vielleicht nächste Woche, oder wenn ich nächste Woche noch mal Samstag noch mal ein bisschen Zeit habe, dann gucken wir uns da vielleicht noch mal irgendwo anders um oder machen noch mal irgendein anderes Video, aber gucken wir mal. Genau, dann weiter hinten oder direkt neben diesem Tisch ist halt noch so ein kleines Gewächshaus. Das wurde halt auch videoüberwacht. Da stehen dann halt die richtigen Exoten drin. Ihr könnt es das jetzt halt auch mal angucken. Genau, videoüberwacht. Da oben sieht man halt auch schon den kleinen Gubbelkopf. Ich glaube, wir schwenken jetzt halt erst einmal rum und gehen dann halt nochmal und schwenken dann halt nochmal zurück. Panaschierte Alokasien fallen mir eigentlich sofort ins Gesicht und das sieht so wunderhübsch aus. Ja? Aber, ne? Also sie sieht halt wunderhübsch aus, gerade wenn die Blätter noch ein bisschen größer werden, dann 300 Euro, ne? Da hat man es gerade gesehen, dann kann das wirklich so fantastisch aussehen. Genau, da oben ist halt auch noch eine Tricolor. Wenn ich für 400 Euro, wenn ich mich hier nicht täusche, dann hat Harmony Plants die gleiche Pflanze für 110 Euro gerade im Angebot. Ne, das ist halt noch so. Ich glaube, dass sie die Pflanze halt auch auf der Messe hatten. Weiß ich nicht. Ne, das ist mir halt auch schon ein paar Mal aufgefallen mit so einer ähnlichen Preisspanne. Gut, dafür sieht man sie halt auch vor Ort und kann man sie halt auch gleich mitnehmen. Also was findet man da in diesem Gewächshaus? Eigentlich wirklich alles, was halt irgendwie nur so ein bisschen, was halt auch nur so ein bisschen exotisch ist. Syngonien, Anthurien, Kreuzungen, alles Mögliche. Genau, da ist halt auch noch eine Pflanze reduziert oder eine wunderhübsche variegierte Syngonie. Ich persönlich bin da nicht so der Freund von, weil ich fand die Pflanze sah so ein bisschen komisch aus. Also nicht wegen der Panaschierung, sondern meins persönlich war es nicht. Ja, genau, dann gab es halt auch noch diese wunderhübsche Pflanze da unten. Fand ich persönlich halt auch sehr interessant. Gucken wir mal, was es ist. Ein Ratrito, uiui. Okay, ihr habt es gesehen. Benny liest keinen Namen vor, die er nicht aussprechen kann. Check.
Oder guckt euch das mal an. Was mir halt auch aufgefallen ist, dass halt bei so ein paar Pflanzen, die halt wirklich auch panachiert sind, dass die Blätter so ein bisschen nicht so wirklich ihre eigentliche Form beibehalten. Und das finde ich dann halt so ein bisschen schade, ne? Dass dann so dieser panachierte Bereich dann eigentlich immer ein bisschen kleiner ist und sie so dieses Blatt verformt. Das finde ich nicht so schön. Genau, irgendwie alles über 100 € plus. Genau, die Pflanze, die ich jetzt da gerade hochhebe, da dachte ich, okay, das ist fast genau die gleiche Pflanze, die ich mir bei Harmony Plants bestellt habe. Das ist es halt aber nicht. Ich habe für meine, die sieht fast genauso aus, 34 bezahlt. Gut, war jetzt halt aber auch eine andere Pflanze. Also war auch eine Anthurium, aber andere Art. Genau, und da sieht man es jetzt. Michel de Bloch oder was da jetzt eben gerade stand. Ne, die hat ja jetzt da irgendwie so einen leicht rötlichen Schein, aber okay. Ne, wer jetzt halt wirklich so extremer Sammler ist, das ist halt eher interessant für denjenigen. Genau, ich finde das auch wirklich eine sehr extrem hübsche Pflanze, verstehe mich nicht falsch, aber nicht für den Preis. Da bin ich halt lieber der Typ und sage, ich warte wirklich noch 1 bis 2 Jahre, so wie es ja mit allen Pflanzen ist oder mit allen Pflanzenpreisen ist. Und dann kommt der Preis zu mir und muss mich jetzt da nicht irgendwie einschränken, ist jetzt das falsche Wort, ne? Aber ihr versteht, was ich meine, ne? Wenn ihr da jetzt irgendwie den längeren Atem habt und ihr nicht jetzt wirklich mit jedem Trend mitrennen müsst, dann könnt ihr sagen, okay, ich schreibe es irgendwie auf meine Liste und check halt irgendwie, wenn das jetzt irgendwie in 20, 30, 40, 50 € ist dann und ihr die Pflanze unbedingt haben wollt, dann schlage ich halt auch zu, ne? So mache ich es jetzt halt nicht anders. Aber jetzt halt so die Pflanzen jetzt halt, also hinter den Trends hinterherrennen, das ist nicht so meins. Außer ihr habt wirklich die Pflanze, wo ihr nicht mehr schlafen könnt. Ne, dann ist es halt so ein bisschen was anderes. Genau, aber dieses Gewächshaus, das ist halt eigentlich immer so eher so mein Anlauf oder mein erstes Ziel, wenn ich da wirklich hingehe. Ist halt ein sehr kleiner Bereich. Man muss halt immer gucken, okay, wenn da schon einer drin ist, dann wartet man halt eher. Aber irgendwie immer einmal so ein bisschen scannen und dann, okay, dann hat man schon alles gesehen. Wenn man dann noch den kleinen Tisch daneben sieht, dann ist es das halt eigentlich immer für mich. Aber ich persönlich gehe da eher jetzt schon selten näher hin, weil mir die Pflanzen einfach zu teuer sind. Ich bin da ganz ehrlich. Ne, wenn man sich da irgendwie so online ein bisschen umguckt und nicht jetzt bei minus 20 Grad oder bei plus 40 bestellt, ne, irgendwie alles so von 0, also alles 0 drunter und irgendwie 20, 25 drüber, sollte man dann irgendwie ein bisschen aufpassen oder dann irgendwie so den schnelleren Versand nehmen, kriegt ihr das sehr viel billiger im Internet. Ne, klar, das ist jetzt halt auch gefühlt West-Berlin direkt am Olympiastadion und irgendwie müssen sie halt auch Miete zahlen, aber anyway. Genau, dann gab es halt natürlich halt auch noch neben dem Gewächshaus noch einen kleineren Bereich für kleine Pflanzen, da darf natürlich halt auch nicht fehlen. Den gucken wir uns jetzt halt mal genauer an. Genau, so ein kleines Regal mit alles Mögliche, diesen Gummibäumen, diesen variierten, wovon mir 2 Stück eingegangen sind. Genau, da versuche ich jetzt halt gerade mal, weil ich die Pflanze auch sehr interessant finde, mal nach einem Preis oder zumindest nach einem Namen zu suchen, aber vergebens. Genau, alles Mögliche. Genau, die Pflanze, die habe ich halt öfter auch schon mal in Bauhäusern gesehen, so ein bisschen angebräunt. Fand ich irgendwie sehr schön, mal eine kleine Variante für 5 € zu sehen. Eine, die mal nicht braun ist, die wirklich mal hübsch aussieht. Ich glaube, dass sie halt auch so ein bisschen Pflege, so ein bisschen spezieller in der Pflege ist. Ne? Also gut wie mit allen Weißbereichen, dass die dir halt irgendwann mal wegknuspern. Genau, wenn ihr halt irgendwelche kleinere Pflanzen sucht, von da oben waren halt auch noch Kakteen bis hin zu allen möglichen, dann ist so das dein Bereich, kann ich völlig nachvollziehen. Wenn ihr irgendwie sagt, okay, ich nicht den Platz dafür oder was halt auch immer, dass man erstmal mit kleineren Pflanzen anfängt oder oh, überlebt die Pflanze überhaupt bei mir? Ne? Finde ich fantastisch, dass man erstmal zu einer kleineren Pflanze greift oder so mache ich das halt auch nicht anders. Weil ich persönlich, ich weiß, dass ich Anthurien, Philodendren und Monsteras halten kann. Also die Chance ist halt sehr groß, dass sie mir nicht eingehen. Von daher weiß ich das, dass ich da so mit meinen Pflegemitteln, dass ich das halten kann.
Weiter hinten oder direkt halt dann gegenüber waren halt noch so ein, also du hast jetzt hier das Gewächshaus, dann hast du hier diesen, also hier hast du das Gewächshaus, daneben hattest du diesen kleinen Tisch, den habe ich eben gerade gezeigt, und neben dem Gewächshaus und direkt daneben war dann der Bereich mit den kleineren Pflanzen, und daneben war dann halt noch so ein kleiner Tisch, zu dem kommen wir jetzt. Und zwar standen so unglaublich oder standen halt sehr große Pflanzen dort, viele Dendren. Auch noch eine Anthurium-Regale habe ich, glaube ich, noch so im Kopf. Fand ich wirklich sehr schön, dass sie wirklich sehr viel größere Pflanzen jetzt noch im Angebot haben. Genau, dazu kommen wir vielleicht jetzt. Das heißt, diese wunderhübsche, wahnsinnig große Regale, die man ehrlich gesagt eher so bei Aqua Genera vermuten würde. Genau, für 200 Euro, uff, aber gut. Ist okay. Ich glaube, die gleiche Pflanze oder größer gab es auf der Messe für 160, glaube ich, oder 140 ist er dann zum Schluss weggegangen. Die hatte ich ja dann halt auch in meinem letzten Video gezeigt. Ich war sehr froh, dass auf einigen Pflanzen kein Preis drauf stand. aber jetzt kommt halt wirklich, oder weiter hinten kommt noch so dieses Highlight, dieser massive variegierte Philodendron. Ich finde, ein paar Pflanzen sahen noch so ein bisschen angedütscht aus, ne? Aber gut, bei der Größe, wenn man sie transportiert, sei das gegönnt. Genau, diesen wunderhübschen Billy hat man, sieht man, sieht, finde ich, sieht man selten so eine oder die Größe für 200. Genau, finde ich eine sehr hübsche Pflanze, gerade diese Alien-Wurzeln, die da rauskommen. Wenn sich es jetzt noch bewegen würde. Genau, und da steht da das massive Philodendron. Ja, genau, da geht doch der Daumen nach oben. Das freut mich, aber ich fand so die Panaschierung nicht hübsch. Und außerdem habe ich so eine ähnliche Pflanze, ne? Das kleine Monster, was ihr irgendwie nach dem Video vielleicht bei mir im Hintergrund seht, aber ey, das war schon, das war massiv, das Ding. Fand ich wirklich sehr hübsch. Das Ding, das muss so wegwurzeln, wie oder so wurzelbauend sein. Da sieht man halt noch so einen kleinen Überblick. Aber der Philodendron war wirklich schon extrem, oder? Genau, und ich habe hier zumindest so eine ähnliche Variante. Genau, meine Blätter sind halt ein bisschen dunkler und es ist nicht panachiert, aber letzten Endes. Habe ich halt sowas schon. Ne? Das heißt, entweder oder hätte ich jetzt gesagt, und außerdem wollte ich den Preis nicht wissen. ne, und dann vielleicht nicht in dem Laden, wenn man den dann vielleicht noch irgendwo anders sieht. Genau, aber letzten Endes sind es halt auch nicht mehr so die oder die Auswahl fand ich wirklich sehr schön. Aber manchmal fässt man sich so ein bisschen bei den Preisen so, uff. Ne, ich habe dann halt auch noch ein Gespräch von zwei anderen Mädels belauscht. Oder nicht belauscht, die standen halt fast direkt neben mir und die haben halt gesagt, okay, die hatten dann irgendwie noch eine Thai Constellation in der Hand. Haben gesagt, ey, die kostet da irgendwie 60, 80 Euro für irgendwie so die Größe. Und haben dann halt auch gemeint, ey, ich krieg die Pflanze schon was bei Dena oder in irgendeinem Bauhaus schon für 50 Euro, irgendwie so 10, 20 Euro billiger. Die ist größer und sieht besser aus als jetzt da beim Holländer. Kann ich nachvollziehen. Wenn man sich da so ein bisschen umguckt, dann wird man da eventuell fündiger. Aber dafür ist es halt auch der Laden, wo man sich so. Also ich finde, ich komme aus Berlin, ne? Ich finde, dass das wirklich der Holländer der einzige Laden ist, wo es halt wirklich so solche Raritäten wirklich zum Live-Ansehen gibt. Das ist so mein Laden, wo ich sehe, okay, wo ich wirklich hingehe und sage, okay, wenn du wirklich die Pflanze mal live sehen willst, außer auf der Pflanzenmesse in der Botanika, dann wäre das wirklich mein Laden, wo ich hingehe, ne? Aber nicht der Laden, wo ich es kaufen würde. Also ich zumindest nicht. Puh, kurz mal durchatmen. Genau, ich finde halt auch immer sehr schön, wie sie den Laden arrangiert haben, ne? Dass man so sagt, okay, die Pflanzen weiter hinten sind so die ganzen Exoten. Da hängt auch mal was von der Decke und man hat halt wirklich den ganzen Platz ausgenutzt, und unter den Regalen liegt halt auch irgendwie immer noch Moos und Erde und alles Mögliche. Die Pflanzen sehen auch wirklich gut aus. Ich habe da noch nicht so wirklich so die Insekten drauf gefunden. Ne? Ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr
Gerade im Sommer, da flog dann halt auch so die eine oder andere Trauermücke rum, aber ich glaube, das ist normal, wenn man so einen riesigen Laden hat. Ist nicht schön, ne? Aber also, das ist so das Einzige, was ich mal gefunden habe. Aber verständlich, ne? Bei der Größe sollte nicht vorkommen, ne? Aber jetzt kommen wir zu der 1000 Euro Gedankenpause. 1000 Euro Thai Constellation. Gedankenpause. Dafür könnt ihr euch ein richtig gutes Smartphone kaufen. So, und zwar die Pflanze, also ich habe meine, ne, hier hinten sieht man ja, ich habe mir da 3 Stück in einem Eimer gekauft. Die haben, glaube ich, vor 1 bis 2 Jahren hat mich das, glaube ich, 300 Euro gekostet. 350, irgendwie sowas. 3 Teils in einem Ding. Die Pflanze ist gefühlt ein Drittel größer. Lass es vielleicht 40% sein oder 50, ne? Aber da dachte ich halt so, okay, es ist eine sehr große Thai für die Preislage aktuell. Okay, wie viel wird es halt kosten? 3, 4, 500 vielleicht maximal oder 600, ne? Aber 1000? Ah, okay, wir gucken es uns mal an. Ich bin genug auf die Folter gespannt. Genau, Monstera Thai Constellation XXXL. 999 Euro. Ihr könnt euch davon ja selber mal überzeugen, ob der Preis für euch gerechtfertigt wäre. Aber ich finde eine sehr schöne Panaschierung, kann man nicht anders sagen. Wunderhübsche große Blätter, die sind wirklich, wirklich nochmal eine Ecke größer als meine. Ein bisschen komisch gewachsen, fand ich persönlich, ne? Das heißt, wenn man sie jetzt halt wirklich anbinden wollen würde, dann zeigen die Blätter nicht mehr nach oben, sondern ne, irgendwie so komisch, komisch zur Seite. Ja. Gut, sie war wirklich sehr groß, das kann man wirklich sagen. Der Stamm sah wirklich sehr schön aus. Ich finde sie ein bisschen komisch gewachsen. Massive Blätter, sehr schöner Weißanteil, für mich persönlich schon ein bisschen zu viel, besonders dieses eine Blatter, was so wirklich fast 30, 40, 50% weiß war. Würde ich persönlich jetzt eher mir ein neues Handy für kaufen. Oder zumindest halt diese kleine Teil für 20 Euro, das wäre dann irgendwie so gefühlt meins. Also ist nicht so meine Preisspanne gefühlt. Ne? Okay. Also würde mich wirklich sehr interessieren, was ihr dazu sagt. Ob ihr sagt, oh mein Gott, viel zu teuer oder nee, für die Größe angemessen. Vielleicht bin ich es halt auch nur. Ne? Das ist nur so alles, was ich sage, ist immer nur so meine persönliche Meinung. Ne? Ihr könnt da immer in die Kommentare schreiben, Benni, du bist doof, das ist eigentlich völlig angemessen. Ne? Alles cool. Dann gab es halt natürlich noch auch noch. Weiter hinten hat auch noch Bereich für Fahnen. Ich bin ja immer auf der Suche nach so einem schicken Geweihfahnen. Leider habe ich den Namen von meinem Fahnen vergessen. Deswegen dachte ich so, okay, ist mir jetzt der Fahnen die 15 Euro wert, wenn ich meinen anderen für 4 Euro gekauft habe? Deswegen dachte ich so, nee, hinterher kaufst du den doppelt und du hast schon 3 Stück davon. Dann gehst du lieber nochmal nach Hause, schreibst dir den Namen auf. Ich muss sowieso nochmal ins Bauhaus mir andere Töpfe kaufen. Und für meine Deckenlampen halt auch noch. Da wollten wir halt auch noch ein bisschen was machen. Ich muss da sowieso noch hin und wenn es da halt irgendwas Billiges gibt, dann und das sieht irgendwie so ein bisschen anders aus, dann nehme ich mir das. Ne? Ich bin da zu pragmatisch, was das angeht. Ich bin da jetzt nicht so der Go catch them all Typ, ne? Sondern wenn das irgendwie gut aussieht, einen guten Preis hat, dann das noch ein bisschen spannend aussieht, dann bin ich der Typ dafür. Genau. Kommen wir jetzt auch noch zu dem letzten Bereich. Also gut, Fahne bin ich mir nicht so sicher, ob ich mich da noch so ein bisschen reinsteigern wollen würde. Ne? Das, was ich da hochgehoben habe, das war eher so meins. Ne? Das, was man so ein bisschen an die Regale ranhängen kann und dann wächst das irgendwie an so einem selbstgebastelten Bereich halt irgendwie rum oder raus oder sowas, was man dann noch so schnell abnehmen kann. Das muss so ein bisschen mobil bleiben. Das ist so meins, aber das muss halt bezahlbar sein. Gut, waren jetzt 15 Euro, aber ne? War Benni zu geizig. Genau, und zu guter Letzt gucken wir uns jetzt auch mal genau an. Gab es halt noch einen kleinen Bereich mit Kakteen. Gut, darf halt eigentlich nicht fehlen. Da unten hängen halt auch noch ein paar Epipremnum.
An dem Regal hingen halt auch noch Sachen. Genau, was halt neu war, war halt wirklich dieser kleine Springbrunnenbereich da zur Rechten mit diesen fleischfressenden Pflanzen. Fand ich sehr schön, da halt auch mal was anderes zu sehen. Ich bin nicht der Kakteentyp, ich kenne mich da halt auch nicht so aus. Ja, es waren Kakteen dort. Man hat sie gesehen. Ich fand sie auch sehr schön, ein bisschen stachlig. Sie waren da. Gut, jeder, der jetzt da irgendwie ein bisschen auf Kakteen steht, der wird sagen: Boah, Benny, total cool und kleine und große und guck mal die und so lang und. Ja, genau, Kakteen gab es halt auch. Und das war jetzt eigentlich schon mein Trip zum Holländer am Olympiastadion. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt doch bitte Kommentare in allen möglichen Arten und Weisen, ob es euch gefallen hat oder nicht. Alles in die Kommentare. Ich lese das, ich beantworte euch das. Ich antworte euch einmal jede Woche oder alle 14 Tage. Also maximal alle 14 Tage einmal. Das heißt, nicht wundern, wenn ich lese euch. Ich antworte euch. Wie hat es euch denn gefallen? Schreibt es doch gerne in die Kommentare. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Wollt ihr noch irgendwas sehen? Irgendwas ganz Bestimmtes? Dann irgendwie immer rein. Ich lese das und versuche es dann möglich zu machen. Ne, denn dieses Pflanzenthema, machen wir uns mal nichts vor, ist halt nicht so ergiebig, als wenn ich jetzt irgendwie Spiele hochladen würde. Ne, irgendwann muss man halt dann auch mal andere Sachen hochladen, ne, als jetzt irgendwie nur ständig irgendwelche Highlights. Für mich persönlich war das jetzt ein Highlight für euch. Genau. Nicht so lange quatschen, wir sind bei 32 Minuten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet doch gerne nächste Woche Sonntag um 10 Uhr wieder ein, wenn ich wieder mit euch, wuffs, irgendeinen Pflanzenquatsch mache. Und bis dahin, wuff.